Und ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Beim letzten Mal haben wir das Märchenland abgeschlossen und nun stehen wir der Begegnung mit Detlef gegenüber in Begleitung mit Sianna. Und die Frage ist, bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ehrlich? Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss aus. Okay, na dann. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Ich würde hier gerne noch den Weg mit diesem Unsichtbaren ausprobieren. Dann muss ich aber nochmal einen ganz frühen Speierpunkt wählen. Das machen wir aber nochmal als alternatives Ende. Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Was? Aber wie... Das Band. Ich bin wieder reingefallen. Aha. Dafür soll sie büßen. Früher oder später. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer. Alter. Scheiße, ist das gruselig. Oh, was stand da noch? Nein, Regis. Okay. Hässlicher Bastard. Ich wollte nur die Frau. Ihr habt mich betrogen, alle beide. Das war nicht mein Plan. Schweig! Aha.
Was ist mit dem kaputt? Wenn du Götter hast, dann fang an zu beben. Okay. Das, ja. Ich sollte mich auf den Kampf vorbereiten. Das werde ich jetzt auch tun. Öle. Ogroid, Bestien, Hybride, Relikte. Verfluchte, Nekrophage, Vampiröl. So, Rüstung. Ich klopp mal rein hier. Wir haben ja. Haben wir genug. So, nehmen wir hier auch nochmal. Man weiß ja nie. 100%. 97%. Stahlwaffe brauchen wir wahrscheinlich nicht. Aber gut. Teschamutter. Achso. Kann ich das überspringen? Ah ja. Ich wollte nur die Frau. Ihr habt mich betrogen, alle beide. Das war nicht mein Plan. Schweig! Nee, was bist du hässlich, Mann? Wenn du Götter hast, dann fang an zu beten. Alter. Juhu, was ist da? Ey. Okay, Quen ist bisweilen sehr hilfreich. Das,
Glaubst du, das hält mich auf? Gib mir einen Tod, Hexer! Dance hier einfach ein bisschen durch die Gegend. Oh, das ist halt gut. Jo. Hallo. Geht. Überlasse mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Naja. Huch! Was für ein umwerfendes Ensemble. Oh, wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Ich kann keinen Kaftan. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen.
Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ach Gottchen. Über Geschmacksfragen fange ich keinen Streit an. Das ist weder interessant noch produktiv. Dieser Hexer hier hat von Natur aus eine Abneigung gegen offizielle Anlässe. Binnen kurzem muss er eine solche Veranstaltung besuchen. Das dürfte der Grund für seine Gereiztheit sein. Bitte versuch es nicht persönlich zu nehmen, Meister Schneider. Er sollte dir leid tun, da er unter Lampenfieber leidet. Er schlottert, weil er keine Ahnung hat, wie man sich in Gegenwart der Herzogin beträgt. Das sollte er auch. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Ach Gottchen. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden, das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlaff die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlaff die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Es kann wohl nicht schaden, nochmal nachzuforschen. Also los, wir sind doch hier fertig. Ich schon. Ja, es liegt nun an dir, bei der Zeremonie meine Arbeit mit der ihr gebührenden Würde zu präsentieren. Ja. Oder sie sofort zu ruinieren, indem du dich in der Gosse herumtreibst. Ich verspreche, ich bin vorsichtig. Wir passen auf, dass wir in keinen Kackerhäufchen treten.
der Schwertkünstler, wie schön. Soll ich dich aufpolieren? Dreckiges Schuhwerk befleckt die professionelle Würde, musst du wissen. Nimm doch Platz. Wir müssen dich was fragen. Schon wieder? Nun, ich als Befürworter der freien Rede will gerne erzählen, was ich weiß. Warum übe ich dabei nicht meinen Beruf aus? Es kann wohl nicht schaden, mal drüber zu wischen. Dann profitiere auch ich. Wie mein Freund zu sagen pflegte, Stiefel sollten so rein sein wie das Gewissen ihres Trägers. Reine Stiefel, reines Gewissen. Ein toller Spruch. Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Mimi, kleiner Bengel. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Aha. Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Rotzlöffel. Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch halt. Erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern... Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, vier. Einer pro Brief. Nur vier? Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten zwei verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Woher hatten Sie die Briefe? Gefunden? Zugesteckt gekriegt? Weiß ich nicht. Sie kamen einfach, gaben mir einen Brief und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Ja. Also, Regis kann besser mit Menschen. Im Allgemeinen, glaube ich. Mein Fahnen, komischerweise. Kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein anständiges... Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute! Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft hatten. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Wow. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Easy game. Gerade erst neue Klamotten. Mein Fleisch doch so willig wie mein Fleisch.
mal eins. Der läuft gegen die Wand. Das reicht jetzt. So. Na schön. Ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Ja nun, Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Ist es sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Es schließt sich, okay. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Na, dann gucken wir doch mal. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Muss mal 3. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Aha. Ich brauche den Brief. Es ist sehr wichtig. Dir nützt er ohnehin nichts mehr. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Tja. Ach komm. Verdammt. Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Na, vielleicht so ein Anflug von
von Gnade, dass sie vorher stirbt, bevor sie das Herz rausgerissen kriegt. Ist das Bild jetzt vollständig? Wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Die Herzogin sollte Detlefs letztes Opfer werden. Das hat Sienna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst vier scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sienna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Hältst du das für eine gute Idee? Schließlich haben wir ihren sorgsam geschmiedeten Plan durchkreuzt. Meinst du, sie würde mit uns reden wollen? Was kann es schaden, das rauszufinden? Auch wieder wahr. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sienna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sienna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Treffen wir uns, wenn es vorbei ist? Ich nehme an, du willst Sienna lieber nicht wiedersehen. Darin liegst du richtig. Ich warte in Merla Chaiselongue mit einem heißen Alraunenschnaps auf dich. Sehr gut, sehr gut. Hast du sie gesehen? Die Vampire? Ja, ich habe auch drauf gehauen. So. Bevor wir jetzt allerdings diese quasi ich glaube, das ist nämlich das Ende, was sich hier so langsam nähert, würde ich doch gerne vorher noch die Nebenquests erfüllen. Weil wir wahrscheinlich sonst keine Gelegenheit mehr dazu bekommen. Also noch die übrigen. Viel ist es ja nicht. Gewinnkarten gewinnen wird noch so eine Sache. Etwas langwierigeres, dann müsste ich vielleicht noch eine Sonderfolge machen, wo ich einfach nur durch die Gegend laufe und Gewinnkarten sammeln.